Hallo, hier ist Sandro Wagner. Ich versuche mit meinem Kollegen Sven Ulreich türkische Begriffe zu erraten und hoffe, dass wir uns da einigermaßen schlagen. Die Ablösesumme. Pazarlama oder Bon Service? Bon Service, also ich tendiere eher zu Bon Service. Pasalama hört sich an wie ein türkisches Gericht, aber Ich glaube Bon auch so Service. zur Vorspeise mal so Ja, eine Pasalama. Deswegen würde ich Ist auch bestimmt, sagen, Bon Service. Ist bestimmt was mit Schafskäse oder so. Deswegen würde ich auch. Wir nehmen Bon Bon Service. Service. Jawohl. Jawohl. Danke, wir sind stark. Wir sind stark. Jetzt sind wir warm. Jetzt sind wir warm. Der Einwurf. Das ist Touch Artisi oder Sak-Tokasi. Sak-Tokasi, Tagadachi, Artisi. Boah. Wir sagen, der Touch ist eher so Der erste Kontakt. Ja. Erste Kontakt ist nicht schlecht eigentlich. Ja. Sak-Tokasi. Sak-Tokasi, Ja. Artisi. Gehen wir zu Sak-Tokasi, Ich oder? würde auch sagen, Sak-Tokasi. Touch hört sich so Sak-Tokasi. irgendwie nach Kontakt mit dem Fuß an. Wir nehmen Sak-Tokasi. Das ist leider falsch. Das Echt nennt jetzt? sich, Haarklammer und wird wieder Tacken Atisi. Okay. Schade. Wie sollen wir das auch wissen? Der Fallrückzieher. Der Röfsetata oder der Bilgisaya. Wahnsinn, wie du das aussprichst, aber atemberaubend. Ja, echt sagen, ein paar türkische Freunde, das öfters die werden mich essen. Jetzt dann auslachen, weil ich nichts weiß. Röfsetata. Ich würde einfach sagen Röfsetata. Ja, eigentlich ist es immer so gewesen, dass es immer abwechselnd war. Einmal hier war richtig, einmal hier. Jetzt. Also jetzt ist es wieder Bilgisaya. Also richtig. Müsste das sein, oder? Ja. Okay, Bilgisaya nehmen wir, locken wir ein. Das gibt's doch nicht, die haben kein System. Ey. Kein System dahinter, okay. Jetzt haben wir richtig geschaut. Jetzt hören wir wieder auf unser Gefühl. Der Freistoß. Serbest Atis oder Aic Geseler. Boah, super, ich bin so sprachgewandt, das ist Serbest Wahnsinn. Atis. Igeciler. Igeciler. Artist, wieso Artist? Assist, weiß nicht. Ja, sehr best. Ja. Freistoß. Schwierig, auf jeden Fall sind die ganz schön lang für so kurze Wörter. Es dauert schon, bis die mal Freistoß schreien. Drei Minuten geht's Spiel schon weiter. Sie sind noch nicht mal im Satz fertig. Artist. schwierig. Was nehmen wir? Du entscheidest, ich lag jetzt schon zweimal falsch. Ich würde jetzt einfach den Igicel, aber der lässt sich schöner schreien wie Serbest Artis. Es hört sich. Aber dein Gesichtsausdruck, der ist schon wieder sehr, sehr negativ. Deswegen locke ich nochmal rüber auf Serbest Artis. Das ist richtig. Jawohl! Das gefällt mir. Jetzt sind wir wieder da. Das ist die entscheidende Karte, meine Damen und Herren. Havus oder Krampon? Boah. Krampon bei manchen, das hört sich an wie Krampus. Krampon. Sind eher dann für die Nicht-Techniker wie mich. Havus. Havus. Krampon. Ich denke Krampon. Ja? Ich habe keine Ahnung, deswegen vertraue ich dem. Wir nehmen Krampon. Krampon ist richtig. Jawohl! So schlecht waren wir nicht. Ja, also, ich glaube, wir haben uns gut geschlagen. Es war noch nicht so übel. Wir können uns gewappnet für das Spiel gegen Beşiktaş. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wie die Beşiktaş-Spieler das machen, ob die das besser können als wir.